Hey Leute, am 26. Mai ist Europawahl. Ich gehe wählen. Ich hoffe, du auch. Warum ich wählen gehe? Ich mag Europa. Neben Musik, Essen und historischen Bauwerken ist da natürlich erstmal die Reisefreiheit, die viele Vorteile bringt. Als Kind habe ich den Strand in Holland geliebt, die besten Pommes in Belgien gegessen und in Frankreich die Sonne genossen. Ich habe erfahren, dass es viele verschiedene Arten von Einkaufsläden und Straßenführungen gibt. Man lernt viel, wenn man im Ausland ist. Vor allem lernt man, dass es normal nicht gibt. Normal ist relativ. Das ist Europa für mich. Vielfalt. Wenn du das auch so empfindest, geh wählen. In der Schule habe ich Englisch und Französisch gelernt. Ich war in der 7. Klasse eine Woche in Frankreich und in der 9. Klasse eine Woche in England. Es war auch anstrengend dort, weil es so anders war. Aber ich bin daran gewachsen und habe gemerkt, dass die Welt mehr ist als nur Deutschland. In der 11. Klasse bin ich ganz allein mit Bus und Bahn von England nach Frankreich gefahren, sogar über Nacht. Und wisst ihr was? Ich habe mich sicher gefühlt. Das ist Europa für mich. Sicherheit. Wenn du das auch so empfindest, geh wählen. Übrigens wählen wir am 26. Mai das neue Europaparlament. Das heißt, mit unserer Stimme entscheiden wir mit, wer im Europaparlament für uns mitentscheidet über alles Mögliche. Hier seht ihr eine schöne Seite, die zeigt, was Europa für uns macht. Den Link dazu findet ihr auch in der Infobox. Nach dem Abitur habe ich in Paris im Disneyland gearbeitet, mit vielen anderen jungen Menschen aus ganz Europa. Eine tolle Zeit, denn wir waren trotz all unserer Unterschiede eine sehr homogene Gruppe, die Interesse an anderen Menschen und neuen Erfahrungen hat. Ich habe in der Zeit Wohnungsgeldzuschuss vom französischen Staat erhalten. Wie geil ist das denn? Das ging nur dank Europa. Wenn du es auch gut findest, dass du in jedem europäischen Land arbeiten gehen darfst, geh wählen. Im Studium habe ich Spanisch und Griechisch gelernt und war ein Semester mit Erasmus in Madrid. Habe viele Freundinnen besucht in ihren Erasmus-Städten in Belgien, Schweden und Italien. Ich bin noch nie so viel U-Bahn gefahren wie in Madrid, habe noch nie so viel in Cafés gesessen wie im November in Schweden und bin das erste Mal Moped gefahren in Griechenland. Da ist sie wieder, die Reisefreiheit, die ich schon aus den Urlauben kannte. Jetzt sogar die Freiheit, dort zu studieren, wo ich will. Ich kenne viele Leute, die mit Erasmus im europäischen Ausland waren oder sogar ihr komplettes Studium zum Beispiel in Holland absolviert haben. Das nennt man Freizügigkeit. Würdest du es auch gerne machen? Dann geh wählen. Es ist echt wichtig, dass wir jungen Leute wählen gehen. Wusstest du, dass die jungen Leute gegen Trump und gegen den Brexit gestimmt hätten? Das Problem ist aber die Wahlbeteiligung, denn junge Leute gehen seltener wählen als alte Menschen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du wählen gehst. Wenn du noch mehr Informationen zur Europawahl haben möchtest, schau in der Infobox nach. Da habe ich ein paar überparteiliche Quellen verlinkt. Unter anderem diese Kampagne. Diesmal wähle ich. Da kannst du auch mitmachen. Irgendwann hatte ich mir mal überlegt, Silvester immer in unterschiedlichen europäischen Hauptstädten zu feiern. Ich war in Paris, Berlin, Budapest, Madrid. Es hat mir nicht überall gefallen, aber ich fühlte mich überall willkommen. Als Trump zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde, habe ich geweint. Neben Trump wird die europäische Idee besonders deutlich. Mit Trump und anderen rechtsnationalistischen Bewegungen gewinnt für mich mit Blick auf Sicherheit und Frieden Europa auch als großer internationaler Player an Bedeutung. Ich finde, die Werte, die der Europäischen Union zugrunde liegen, sind es wert, nach außen verhandelt zu werden. Wenn du das auch so siehst, geh wählen. Als ich das erste Mal in Rom war, wollte ich nur essen. Pasta, Pizza, Gelato, Tiramisu. Ich habe alle Menschen überschwänglich mit Ciao begrüßt und verabschiedet. Ciao! Und fand es herrlich. Meine beste Freundin, die ich dort besucht hatte, fand es furchtbar. Aber ich fühlte mich wohl in Italien. Egal in welchem europäischen Land ich bisher war, ich habe mich überall wohl gefühlt. Ich habe immer Menschen gefunden, mit denen ich lachen, reden, essen konnte. Europa ist meine Heimat. Ich bin Europäerin. Was wären wir in Deutschland ohne Europa? Ziemlich klein, ziemlich einsam. Ich habe auch vor 2 Jahren beim Pulse of Europe mitdemonstriert und meinen Kindern erklärt, wie geil ich Europa finde. Am 26. Mai ist Europawahl. Ich gehe wählen. Und du? Auch. Das Video war cool, oder? Also, lasst mir mal ein Abo da. Ja? Nee, ich gehe jetzt nicht weg. Ihr sollt abonnieren. Okay. Ihr könnt auch Daumen hoch, kommentieren. Abo ist kostenlos für dich. Viel Freude für mich. Gibt keinen Grund, es nicht zu tun.